Solidarität und Zusammenhalten unter Solo-Selbstständigen. Kann es das überhaupt geben? In einer Branche, in der inzwischen fast jeder zweite Freelancer ums Überleben kämpft und auch nach Jahren feststellt, dass er trotz aller Anstrengungen in der Altersarmut landet? Ja, das sagt Caroline Rosenau von der Initiative Mehr Solidarität unter den Medienschaffenden. Und in diesem Video spreche ich mit ihr über die wirtschaftlichen Folgen und die prekäre Situation, in der sich inzwischen immer mehr Solo-Selbstständige befinden. Was kannst du tun, um dich auf eine Krise besser vorzubereiten und auch eine Perspektive in einer preisumkämpften Branche zu schaffen? Wie kannst du dein Ruder wieder rumreißen und die Entwicklung der letzten Jahre aufhalten? Müssen auch Solo-Selbstständige wieder neue Werte leben? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bargespräche im Gespräch mit. Mein Name ist Stefan Weiß und ich spreche mit Selbstständigen darüber, über ihren Alltag, über ihre Sorgen, über ihre Nöte, über ihre Herausforderungen und auch über ihre Motivation, immer wieder dieses Abenteuer Selbstständigkeit in Kauf zu nehmen und sich auf die Risiken einzulassen. Heute bei mir Caroline aus Tübingen. Schön, dass du da bist. Kamerafrau, freie Dozentin und auch Mitinitiatorin der Initiative für mehr Solidarität unter den Medienschaffenden. Wir werden die Webseite auch hier einblenden, also sehr zu empfehlen. Du bist unterwegs unter anderem auch für Verdi mit einem Seminar. Wie nennt sich dieses Seminar? Die Medienbranche, ein kreatives Unternehmen. Okay, mit dem Schwerpunkt, du redest mit den Leuten oder erklärst ihnen darüber volkswirtschaftliche Prozesse, du sprichst über Marktprozesse, über Unterschiede freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft und versuchst den Leuten was nahezubringen. Ich versuche sie eigentlich zur Wirtschaft zu begeistern. Also die schauen ja, also wir gucken alle gerne so Serien wie Bad Banks an oder die Flowtex-Affäre, da kam ein ARD-Film. Und das finden wir total spannend. Was ich so unglaublich traurig finde, ist, keiner schaut nach seinen Zahlen. Also wir finden Wirtschaftskrimis super spannend. Aber wir selber haben keine Ahnung, wie wir wirtschaften. Also wie sehen unsere Zahlen aus? Und Ziel von dem Seminar ist eigentlich tatsächlich, dass ich versuche, die Leute wie Kinder, das klingt jetzt blöde, zu begeistern. Und zwar für Wirtschaft zu begeistern. Das heißt also jetzt gerade Selbstständige, die in irgendwelchen solo-selbstständigen Berufen unterwegs sind, es kann von Alterspflege über Pflegeberufe bis hin zu Grafik, Webdesign, Fotografie, Film, Medienbranche, alle die. Ist es dann nicht eigentlich normal, wenn ich sage, ich bin selbstständig, dass ich mich mit den Themen Zahlen sowieso auseinandersetzen muss? Ich muss eine Steuererklärung abgeben, ich brauche meistens einen Steuerberater, ich habe eine BWA, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Eigentlich ist das doch Standard. Leider nein. Also bei dem Seminar jetzt in Frankfurt bei der Verdi hatte ich in die Runde gefragt und lediglich eine Schauspielerin führte Excel-Tabellen. Über was? Über ihre Einnahmen und Ausgaben. Das heißt, das war die Einzige, die wusste, was sie einnimmt und was sie ausgibt. Aber das ist ja dann eigentlich ein Armutszeugnis für die Leute, die, sag ich mal, selbstständig sind. Weil die dürfen ja dann eigentlich gar nicht selbstständig sein, wenn sie gar nicht wissen, wie sie ihr Geschäft führen. Das heißt also eine Preisgestaltung machen, eine Auslastungsplanung, eine Investitionsplanung, Rücklagen und so weiter. Das ist ja dann quasi schon zum Scheitern verurteilt. Ja, also ist es tatsächlich. Also viele wussten so ungefähr, weil sie ja immer die Gagen vorgeschrieben bekommen oder gerade Autoren, die für die Zeitung arbeiten, wussten pro Wort, pro Zeile. Und das hat sich ja seit 20 Jahren nicht geändert. Ja, aber ist das nicht absurd, wenn du sagst, Gagen vorgeschrieben? Es ist doch so, dass Selbstständige Preise kalkulieren, die auf den Markt anbieten und dann der Kunde entscheidet, welcher Anbieter ist von der Leistung und vom Preis-Leistungs-Verhältnis für mich der richtige Dienstleister. Und aber Vorgaben, das ist doch eigentlich keine Selbstständigkeit. Richtig. Und dadurch, dass sie, also das ist mir halt aufgefallen, sie haben auch nie verhandelt. Also Fakt ist immer, es hieß, der Sender gibt vor 280 Euro am Tag oder 300 Euro oder die Zeile, ich kriege pro Zeile, kriege ich so und so viel Cent. Und wenn ich dann eine halbe Seite schreibe, dann ist es schon gut. Aber sie haben selber nie die haben nie ein Bewusstsein über den Wert ihrer eigenen Arbeit eigentlich erfahren. Also sind das betriebswirtschaftlich gar nicht durchgegangen. Also wie viel muss ich die Stunde verdienen, um als Selbstständiger oder Selbstständige
ein unternehmerisches Risiko tragen zu können. In deinem Seminar, da hast du eine Zahl, die immer wieder sich wiederholt, die so durchschwirrt, und das war die Zahl 85. Die taucht immer wieder auf bei dir. Was hat es damit auf sich? Also es gibt so einen Spruch tatsächlich, man kann das flapsig nennen oder auch nicht, der einfach so unter den Unternehmerinnen und Unternehmern einfach bekannt ist. Alles unter 85 Euro die Stunde vor Steuer. Netto, ist ohne Umsatzsteuer, muss man dazu sagen. Ja, also genau. Ohne die 19%, wirklich rein. Mhm, genau, ist unternehmerischer Selbstmord. Also mittel- und langfristig fährt man damit seinen Laden quasi gegen die Wand. Warum? Das ist tatsächlich einfach so eine feststehende Zahl, die man rechnerisch, die wurde mal ermittelt einfach, also der Arbeitnehmer, da trägt der Arbeitgeber die Hälfte der Sozialabgaben und auch der Arbeitnehmer. Und dann dazu kommt natürlich, ein Arbeitnehmer hat etwa 24 ist, glaube ich, gesetzlich, zur Mindestanzahl an Urlaubstagen bei einer 100%-Stelle bis zu 30. Und wenn man etwas älter wird, kommen da vielleicht noch 2 oder 3 Tage dazu im Urlaub. Oder wenn man krank ist, dann kriegt man auch Geld weiter, Gehalt ausgezahlt. Und all diese Faktoren, also man kommt letztendlich auf etwa 220 Tagen beim Finanzamt, wenn man das einreicht, muss der Unternehmer oder die Unternehmerin natürlich einrechnen ihren Stundensatz. Und ich glaube, da geht das Problem los, wir sehen immer nur die Brutto-Monatsgehälter von den Arbeitnehmern. Also die Festangestellten, genau, wenn man das jetzt mal so sagen genau. Möchte. Und da ist ja der Durchschnitt etwa 3.500 Euro im Monat. Ja. So wurde durchgegeben, einfach auch von der Bundesregierung. Diese Zahlen schwirren ja irgendwie in da in diesem. Überall, genau, ja. Genau. Und der Selbstständige oder die Selbstständige glaubt dann, okay, also wenn ich dann vielleicht 3.500 brutto dann im Monat verdiene, ist das auch gar nicht so schlecht. Der Unterschied ist aber tatsächlich, man muss ja noch die Sozialabgaben selber tragen, Rücklagen. Die übrigens auch die vom Arbeitgeber normalerweise zugeschossen werden, die wir eigentlich nicht Richtig. Sehen. Jetzt mal eine ganz konkret andere Frage, ein bisschen provokativ, weil wenn ich mir vorstelle, ich rechne jetzt mal ganz banal, ich nehme jetzt mal 85 Euro und ich arbeite am Tag 10 Stunden, dann bin ich ja am Tag bei 850 Euro. Jetzt nehme ich 2 Stunden noch weg, also 170 Euro weniger, dann sind wir bei 700 Euro irgendwas oder 680. Sagen wir mal, das soll ein Mensch für einen Tag Arbeit bekommen, wenn er den ganzen Tag freiberuflich arbeitet. Das zahlt A doch kein Mensch. Ja, weil 600 Euro, da muss ja ein anderer, muss für 3.000 Euro muss er 20 Tage arbeiten und der soll es in einem Tag kriegen. Ja, und da liegt ja der Trugschluss. Das ist ja tatsächlich so, die 85 Euro die Stunde, da braucht man auch nicht mehr erwarten, dass es die Wahnsinnsarbeit ist. Also das ist ja wirklich das unterste Level. Also das ist tatsächlich kalkulatorisch, ja, ist es das unterste Level. Verbände, zum Beispiel Grafikdesigner, sagen, okay, 75 Euro die Stunde für die absolut Beginners. Aber bitte nicht drunter. Also es ist tatsächlich, wo wir sagen, die absoluten Beginners, da kann man mal 75 Euro, aber auch wirklich so mit dem Auge zugedrückt, das kann man noch gerade so durchgehen lassen. Und das gilt auch alles tatsächlich für die Woman oder Manpower. Ja, aber also ohne mal, Equipment. Jetzt mal laut gedacht. Ich meine, wenn diese Zahl von vielen, sag ich mal, Wissenschaftlern oder Finanzexperten durchgerechnet ist und eigentlich alle möglichen Selbstständigen immer wieder auf diese Zahl kommen, sagen wir mal, wohlgemerkt zwischen 60 und 90 Euro Roundabout-Stundensatz in Deutschland. Wie kann es dann sein, ist es dann nicht absurd, dass da draußen Dienstleistungen für Stundensätze zwischen 18 bis 40 Euro, 30 Euro angeboten werden? Das ist ja dann eigentlich de facto anhand dieser Stundensätze, ist doch klar, dass diese Unternehmen nicht existieren können und wenn dann nur durch irgendwelche Hilfen oder nicht ewig, also dann nach ein paar Jahren einfach pleite sind. Richtig, also viele sind schlichtweg querfinanziert. Das wie ist querfinanziert, ganz typisch. Wie muss ich mir das vorstellen? Man ist verheiratet, der Ehepartner hat eine feste Stelle oder die Ehepartnerin. Dann ist es tatsächlich dass das einfach, ja, wie du sagst, also mittel- und langfristig geht es gegen die Wand. Also man sieht das nicht. Also es sei denn, man lebt in einem WG-Zimmer, aber das wird man sicherlich auch nicht bis 40 machen. Und wenn Kinder dazukommen, das ist alles nicht möglich. Das heißt, die Familie subventioniert eigentlich. Und zwar im Hintergrund. Das, also wenn die Familie nicht wäre, würde man wahrscheinlich dann doch
zum Arbeitsamt geht. Das heißt also jetzt ganz laut gedacht auch wieder oder provokativ, es gibt gewisse Branchen, die könnten gar nicht von alleine existieren. Ich rede jetzt mal von der Pflegebranche. Da sind ja Stundensätze werden zwischen aktuell auch auf Facebook in den verschiedenen Gruppen, wenn man so ein bisschen drüber guckt, werden zwischen 28 Euro und 38 gehandelt. Plus, man darf das nicht vergessen, da kommen noch Zuschläge dazu, Nachtzuschlag, Wochenendzuschlag und sind meistens 12-Stunden-Schichten. Also wenn man das jetzt mal hochrechnet, klingt das auch sehr viel an einem Tag. Aber wie kann es sein, dass diese Branchen, also andersrum, die können ja nur querfinanziert überleben, weil wenn alleine für sich genommen, dürften sie nach deiner Zahl und nach diesen 85 Euro ja gar nicht wirtschaften können. Was fällt denn dann hinten runter? Die Leute leben ja trotzdem und die sagen ja, ja, aber ich bin ja nicht tot. Also viele zahlen teilweise einfach gar nicht in die Rente ein. Das ist Fakt einfach, haben keine Altersvorsorge, haben keine Rücklagen, sind schlichtweg auch nicht haftpflichtversichert, also Berufshaftpflicht, Berufsrechtsschutz in der Berufsgenossenschaft. Das sind ja alles ganz, ganz wichtige Faktoren. Keine Berufsunfähigkeitsversicherung, die man einfach auch braucht. Da fällt einfach schon mal ein ganzes Package an Versicherungen weg. Das ist ja die Ausgabenseite. Wer nicht in der Künstlersozialkasse ist, also gerade in der Kreativbranche, gibt es auch Berufe, die zum Beispiel gar nicht in die Künstlersozialkasse reinkommen, als Beispiel Tonassistenten. Also wenn es der Tonmeister ja, aber der Tonassistent nicht, dann tragen die Krankenversicherung. Die ist das unterste Level. Ist ja runtergesetzt worden bei etwa 134 Euro im Monat. Die meisten erreichen das nicht. Vor allem, wenn du dann verheiratet bist, funktioniert es gar nicht. Letztlich zahlt jemand, der um die 50 ist, Mitte 50 weiß ich tatsächlich, und auch tatsächlich auch bei den Mitte 30 Kollegen, bis zu 800 Euro im Monat. Ja, nur Krankenversicherung. Warum funktioniert es dann trotzdem? Es dürfte ja de facto gar nicht sein. Ich meine, da gibt es ja auch dieses Bundessozialgericht. 2017 wurde ja entschieden, dass, also wo das erste Mal auch unter anderem die Stundensatzhöhe mit in diese ganze, in dieses Gerichtsurteil mit einbezogen, mit der Argumentation, dass wenn dieser Stundensatz eine gewisse Höhe nicht überschreitet, dann ist es rechnerisch eigentlich unmöglich, selbstständig sein zu können, weil eben diese Sachen, die du aufgezählt hast, alle fehlen. Und deswegen kann diese Tätigkeit nicht selbstständig sein. Jetzt hast du vorhin gesagt, irgendwie 300 Euro Kameragage, 350 Euro, das ist so eine Zahl, die geistert anscheinend seit 20 Jahren rum. Das ist irgendwie auch eine Frage, warum das so ist. Jetzt, wenn man das mal hochrechnet, bei einem 10-Stunden-Tag, hast du mir mal gesagt, auch letztens mal, 10 Stunden ist so üblich, jetzt kommt noch eine An- und Abfahrt dazu oder Aufräumen, das heißt, es bleibt meistens nicht bei den 10 Stunden, da ist eine Pause dabei. Wenn man jetzt mal diese 10 Stunden hernimmt und ich kriege dafür diese 300 Euro oder so, dann bin ich ja de facto bei 30 Euro Stundensatz. Das heißt ja de facto, ich kann laut dem Gerichtsurteil schon gar nicht selbstständig sein, weil davon kann ich nicht diese ganze volle Absicherung bezahlen. Und rein kalkulatorisch müsste ich mindestens über 60, 70 Euro kommen, damit es überhaupt Sinn macht. Wieso funktioniert es dann trotzdem? Aufgrund dieser Querfinanzierung. Das sind tatsächlich versteckte Subventionen eigentlich. Man bemerkt es gar nicht. Man sagt ja in unserer Branche, also gerade bei Dokumentarfilmen, das mache ich unheimlich gerne, bei Dokumentarfilmen dreht man mit dem Herzen. Das ist tatsächlich so. Also man traut sich ja schon gar nicht mehr. Da ist ja kein Budget da. Also wir haben ja nie gelernt zu verhandeln. Also gerade in der Kreativbranche ist es halt einfach so, wir haben keine betriebswirtschaftlichen Lehren dort oder Unterricht oder Kurse. Also wir kriegen dann plötzlich so diese Tariftabelle, die gilt aber auf Lohnsteuer und nicht für auf Rechnung Tätige. Und dann heißt es ja, der Markt sagt, es ist halt so 300 Euro. Und auch bei den Pflegekräften ein ähnliches Problem. Wir werden da gar nicht geschult. Während der Meister, der Handwerksmeister zum Beispiel, der hat Betriebswirtschaftslehre. Der bekommt es. Meister nicht, wenn er diese Richtig, Bildung richtig. Also es ist einfach sagen. Tatsächlich so, dass ja. Also, da gibt es tatsächlich, dass der Kreativstudiengang ist eines, also egal in welchem Bereich ich in der Kreativbranche arbeite, man wird betriebswirtschaftliche Kenntnisse, also mit Ausnahme von Produzenten vielleicht, aber selbst da nicht. Also wenn es wirklich reine BWL geht, Umsatz, Gewinn, was muss ich machen und. Das kriegen wir einfach nicht vermittelt. Also da ist die Kunst im Vordergrund, aber das Wirtschaftliche rückt ganz nach hinten, weil es könnte ja vielleicht der Kunst im Weg stehen. Naja, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt, ist es nicht dann auch jedem seine eigene Pflicht zu sagen, okay, pass auf, ich gehe jetzt raus aus der Dorfgemeinschaft, ich gehe raus in die Wildnis, ich schaffe das alles alleine, weg von dem Solidaritätssystem oder Solidarsystem, ich kann das alles alleine, dann ist ja auch okay, wenn er da alleine draußen hungert.
ist es dann nicht seine eigene Pflicht zu sagen, es wird deswegen nicht geschult, weil das muss ja sowieso jeder lernen? Oder ist es ein Versäumnis? Wer profitiert denn davon? Also es ist ein Versäumnis auch, finde ich, seitens einfach unseres Staates, muss ich sagen, unseres Bildungswesens. Denn gucke ich in die USA, haben wir das Fach Wirtschaftslehre in der Schule, in der Highschool. Dort ist es implementiert. Das ist einfach drinnen und wir haben es nicht. Das ist ein Riesenproblem. Zum anderen in der Filmbranche im Speziellen, hat das auch was, welchen Wert hat Film überhaupt kulturell für eine Gesellschaft, geschichtlich? Mhm. In Frankreich habe ich Film als Unterricht in der Schule. Das heißt, das ist ein Kulturgut. Die Leute identifizieren sich damit. Wir identifizieren uns aber nicht mit Kunst und Kultur. Ja, also das war geschichtlich so bei uns nicht verankert. Okay, aber ich meine, jetzt leider davon, von nicht dem, so. Wenn du jetzt sagst, Filme macht man mit dem Herzen, dann ist es ja schön, aber von dem Herzen kann ich meine Miete nicht bezahlen. Das ist mal ganz faktisch richtig, gesagt. So. Richtig. Wie ist es denn in den anderen Ländern? Ich meine, du hast jetzt gerade Frankreich genannt, mhm. Da scheint es ein anderes System zu sein. Polen, Nachbarländer, das Schweiz. Wie sieht es denn da aus? Also in Polen, die buchen uns. Wir sind günstiger. Das ist so, also mit amerikanischen Kollegen habe ich telefoniert und auch einfach E-Mail-Kontakt gehalten. Die sitzen im Schnitt, da gibt es ja die Unions und die Non-Unions, das heißt die, wo in der Gewerkschaft sind und die, wo nicht in der Gewerkschaft sind, sind trotzdem solidarisch miteinander. Ein Non-Union geht nicht am Tag unter $575. Für das wurde als von Beispiel den für Schnitt, so von, nee, von dem Non-Union. Aber das wurde so festgesetzt. Das haben die untereinander so ein bisschen abgesprochen und das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Mhm. Aber das ist so eine Gans, wo sie sagen, das ist wirklich das Mindeste, das Allermindeste ohne Equipment. Jetzt, also drunter kann ich sozusagen drunter nicht leben. Nicht, genau. Okay, jetzt. Das setzt aber voraus, wenn das sozusagen jemand ausgerechnet hat, dass alle anderen beteiligten Marktteilnehmer, also alle, die irgendwie auf dem Markt selbstständig unterwegs sind, diese Dienstleistung anbieten. Das heißt ja, dass die auch zumindest diese Zahl verstehen müssen. Sie müssen diese Zahl berechnen können, weil sie müssen ja sowieso berechnen können, ja. Sonst hätten sie keine Preisgestaltung. Ja. Also jeder Selbstständige muss ja sagen, was koste ich? Wenn ich dich frage, was kostest du am Tag, was kostest du pro Stunde, dann musst du mir eine Preisliste geben können. Was ja, also Sie wissen es auf jeden Fall im Ungefähren, definitiv drunter nicht, drüber ja. Immer, aber drunter nicht. Das ist so manifestiert, würde ich sagen, bei denen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ja. Das ist wie so eine Honorartabelle, so eine Gebührenverordnung, okay. Die nirgendwo geschrieben steht, aber jeder weiß, da halte ich mich dran. Da sind wir schon wieder bei Solidarität eigentlich. Also ich höre ja immer in den ganzen Seminaren oder in Coaching, wenn ich irgendwie Leute habe, die auf mich zukommen, weil sie halt eben nicht wissen, wie sie aus dem Teufelskreis rauskommen, dann höre ich immer dieses Argument, ja, das ist ja schön, wenn ich weiß, was ich nehmen müsste und das ist ja alles so viel mehr, wenn ich das aber verlange, dann kriege ich den Job nicht, weil es gibt ja immer jemanden, der macht es billiger. Das ist ja so ein Argument, so ein Totschlagargument, dann brauche ich ja gar nicht anfangen mit Preisgestaltung, weil es gibt immer jemanden, der billiger und der kann auch umsonst machen. Es ist kein Totschlagargument, das wird aber gerne hervorgezogen, das finde ich eben nicht. Also es ist so tatsächlich, es existiert außerhalb unserer Branche ein Spruch und den hat auch mein Vater, der unternehmerisch tätig ja. Bis heute ist, er wird 80, verrückt, er ist immer noch selbstständiger, verdient mehr als manch andere Kollege im Jahr und meinte auch ganz ehrlich, an einem Auftrag, an dem man nichts verdient. Den macht man auch nicht. Das ja, macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber das ist ja unternehmerisch richtig gedacht. Richtig. Ich meine, das wäre ja ein Satz, wenn man sagt, nochmal zur Wiederholung, unter einen Job, einen Auftrag, an dem man nichts verdient, der wird nicht gemacht oder den macht man nicht. Jetzt haben wir auf der einen Seite die 85 Euro. Sagen wir nehmen da noch eine Gewinnmarge raus von 15%, was halt so üblich ist. Und wir sagen, mit 60 kann ich es irgendwie, mit 60 Euro, 70 Euro, da bin ich zumindest, wenn ich mehr Tage habe, mehr Auslastung, bin ich schon nicht schlecht unterwegs. Sagen wir mal 60, 70, 80, 90, 100 Euro. Das ist so ein Range. Ja, genau. Da sind wir so in dem Bereich. Da ist man schon fast im Upper Level quasi. So, jetzt nehmen wir mal diesen Bereich. Das heißt, alles drunter müsste ja nach dieser Weisheit heißen, das wird überhaupt nicht gemacht. Dann würde ja quasi, würden ja manche Branchen, müssten ja von heute auf morgen komplett aufhören, weil sie defizitär sind. Richtig, man kann aber auch mischkalkulieren. Es gibt die Mischkalkulation. Also je nachdem, wie mein Umsatz ist und dann auch mein Gewinn, den ich mir im Quartal ausrechne, Einnahmen, Ausgaben, kann man auch mal drunter, finde ich, mal machen, wenn es ein Projekt ist, was mich wirklich weiterbringt. Das sind die wenigsten allerdings, aber es gibt diese Projekte. Oder man will was für Kinder machen, als Beispiel krebskranke Kinder. Und man sagt, eine gute Sache macht man wie eine Art Pro Bono. Pro Bono heißt allerdings kostendeckend arbeitend
Und nicht ohne umsonst. Gewinn, also, nicht umsonst, okay, aber also kostendeckend. Nochmal zur Definition. Also pro bono heißt, ich kriege Geld dafür, aber das gerade so viel ist, oder eine Entlohnung, die gerade so viel wert ist, dass ich zumindest meine Unkosten gedeckt habe. Das genau. wäre jetzt pro bono, ja? Genau, wobei der Anwalt pro bono tatsächlich die Fälle wirklich übernimmt und dafür kein Geld nimmt. Das ist vielleicht ein Fall im Jahr. Ja. Aber normalerweise, wenn man wirklich sagt, ich möchte was Gutes tun, und das mache ich auch gerne einmal im Jahr, wo ich sage, okay, also da bin ich wirklich mit dem Herzen, wo ich sage, es geht um todkranke Kinder, wo ich sage, das ist wichtig, wo ich sage, das muss man machen. Ja. Dann sage ich kostendeckend, gerne, aber ohne Gewinn. Und das ist okay. Wird aber doch oft als Argument dann benutzt, naja, wir können ja nichts zahlen oder es ist dokumentarisch, das sind die irgendwie, wir sind eine kleine Start-up, wir sind eine Non-Profit-Agentur, wir sind. Das hört man ja immer in allen möglichen Branchen. Mhm. Wir sind gerade am Aufbauen, wir haben eigentlich kein Budget. Dann ist doch das eigentlich total doof. Ist es, weil ich meine, der Kunde verspricht sich einen Mehrwert. Er kommt ja auf mich zu, weil er ja einen Mehrwert möchte. Also strategisch müssen wir das so ausrichten, ein Corporate Design im Prinzip, also eine Firmenphilosophie, die Zielgruppe und. Das ist ja alles strategisch, auch diese Zeit muss bezahlt werden natürlich. Mhm. Es ist Werbung oder ein Imagefilm, die Firmenphilosophie, um Gewinn zu machen, um zu wachsen. Unser System basiert auf Wachstum. Ja, das heißt, egal, wie man stehen mag, es basiert darauf nun mal. Gehen wir nochmal zurück auf die 85 Euro. Jetzt nehmen wir mal da weg und sagen, da arbeiten Leute draußen für 30 Euro, 40 Euro Stundenlohn. So, die können nicht wachsen, sie überleben eigentlich nur. Sie überleben gerade so, ja. Was fällt am Ende hinten runter? Im Prinzip bei denen gar nichts. Die landen letztendlich in der Altersarmut. Die sind in der Grundsicherung. Das heißt also, die Altersvorsorge fällt hinten runter, die soziale Natürlich, Absicherung klar. komplett. Ja gut, aber die leben ja trotzdem. Ja, von den Eltern. Nur das Problem ist, die Eltern sind vielleicht auch irgendwann mal weg. Ich meine, das Element stirbt nun mal. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir werden nun mal älter. Wir werden auch älter und werden auch weniger Aufträge mal haben. Das ist normal. Was ist dann die Lösung, deiner Meinung nach? Was wäre der erste Schritt, wenn ich jetzt in so einer Situation, ganz konkret, ich bin jetzt in so einer Situation, Beispiel, jemand kommt auf mich zu und sagt, okay, hör zu, ich habe aktuell diese und diese Preise zwischen 300, 400 Euro, beziehungsweise ich habe irgendwie Aufträge 30, 40 Euro, ich will da weg. Es geht nicht mehr, ich will da weg. Konkret, der erste Schritt, was würdest du diesen Personen als allererstes raten? Rechnen, ganz wichtig, rechnen. Geh deine Zahlen durch. Geh sie einfach bitte durch und sei ehrlich. Und belüg dich nicht, ach ja, die Ausgaben habe ich nicht, sondern wirklich einfach ausrechnen seine Einnahmen- und Ausgabenseite und dann wirklich mal feststellen, wie bin ich denn überhaupt abgesichert? Wo will ich denn in 5 Jahren oder in 2 Jahren sein? Wie ist momentan meine Umgebung? Wie ist jetzt meine finanzielle Lage? Denn ich kann ja nicht in Urlaub gehen als Beispiel. Oder wenn ich krank bin, dann drehe ich krank oder male krank ein Bild. Ich kann überhaupt, der Körper kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe, weil man immer und immer und immer auf Power, wie so ein Duracell-Häschen. Das funktioniert nicht im Arbeitsleben, das geht nicht. Das heißt, unterm Strich, Sie sind in einem Bereich, wo man sagt, naja, wenn ich jetzt Unternehmer bin, ich habe eine Firma oder ich bin eine Firma, ich habe vielleicht noch Angestellte oder auch nicht, ich bin solo-selbstständig und ich habe Stundenlöhne, die de facto zu niedrig sind, um sozusagen mich absichern zu können. Dann heißt es doch, dass wenn ich weniger Einnahmen habe, als ich de facto Ausgaben bräuchte, also Einnahmen bräuchte ich, um andersrum. Ich habe zu wenig Einnahmen, um die Wunschausgaben decken zu können. Somit habe ich letztendlich eigentlich eine Insolvenz. Ja, eine verschleppte. Ja. Wieso verschleppt? Das ist verschleppt, man macht das ja über Jahre hinweg. Man bemerkt es ja gar nicht. Wo es gefährlich wird, ist, wenn Kredite aufgenommen werden, Forderungen da sind. Viele übersehen das. Ich kenne auch viele Dozenten, Hochschullehrer, Lehrer, die an Volksschulen arbeiten, die sind verschuldet bei der Krankenkasse. Die sind nicht mal versichert. Die sind überall, hast du die sind verschuldet. Sie sind ja auch bei der Rentenversicherung verschuldet. Richtig. Da gab es eine Anfrage von den Linken, da kam raus, dass Honorarlehrkräfte über 297 Millionen Euro bei der Rentenkasse verschuldet sind, was de facto heißt, dass sie ihre Rentenverpflichtungen nicht einzahlen konnten. Das heißt, sie haben keinen Anspruch, sie Richtig. Bauen auch keinen weiteren Anspruch auf, sie müssen Geld abbezahlen. Mhm. So, jetzt, die haben auch zwischen 18 und 35, 40 Euro Stundenlohn. Das ist doch eigentlich, das dürfte doch de facto gar nicht ich sein. Ich finde es ein Unding. Wir bilden die Elite aus. Bildung das sind Leute, ist das, was die, unser. Wir das sind Lehrer. Wir bilden die Elite aus und verdienen nichts. Was ist das für ein Vorbild für Schüler, für Studenten? Was ist das für ein Vorbild? Ja, machst es mit dem Herzen. Super. Ich meine, die sollen doch Geld ja, verdienen. Die sollen doch junge Erwachsene werden, die
später im Beruf auch Geld verdienen, eine Art Work-Life-Balance haben, Familie aufbauen können, Eigentum, whatever. Ich meine, das ist doch das Leben. Und was bin ich für ein Vorbild als Dozentin, die vor den Studenten steht und sagt, ich verdiene nichts, ich zahle drauf. Das ist ein schlechtes Vorbild, weil man lernt ja von den Leuten am besten, die dort sind, wo man hin möchte. Und wenn jemand mir was weitergeben will, dann will ich ja wissen, ob der auch dahinter steht oder ob der das auch Ich kann ihn nur warnen. Also ich bin da ehrlich und ich sage das denen einfach. Ja. Ich kann das einfach nur so weitergeben. Das, was geändert wird. Also wenn niemand darüber redet, erfahren es die Leute auch nicht. Und das ist mir einfach wichtig. Also ich bin da schon wütend, dass unser Bildungssystem auf sowas basiert, auf 9-Monats-Befristungen, dann kann man zum Arbeitsamt gehen. Darauf basiert unser Bildungssystem. Wir hatten eigentlich mal wirklich ein gutes. Und mittlerweile muss ich sagen, du kannst doch Leute nicht bezahlen oder schlecht bezahlen oder am besten gar nicht bezahlen und dann erwarten, die sollen hier pädagogisch mit jungen Erwachsenen, mit Schülern oder in der Erwachsenenbildung da top Leute rausbringen, so mit dem Herzen. Es ist nicht fair, es ist nicht richtig und vor allem Bildung ist nie kostenfrei. Wir bezahlen es mit Steuern, mit unseren Steuergeldern. Also wenn man sagt, Bildung kostet hier nichts, es ist ja doch noch in öffentlicher Hand, ein Glück, nicht so wie in den Staaten, wo es sehr privatisiert ist. Bildung kostet trotzdem was. Und zwar, wir bezahlen es mit unserer Einkommensteuer. Da gehen dann schlichtweg Teile in die Bildung, ins Gesundheitswesen. Also sie ist nicht kostenfrei. Sie ist finanziert von der Allgemeinheit, fürs Allgemeinwohl. Was ja jetzt grundsätzlich kein schlechter Gedanke ist. Man kann jetzt hergehen und sagen, okay, wir wollen alle unsere Leute gut ausbilden. Dann ist es die Aufgabe der Gemeinschaft, sag ich mal, dafür zu sorgen, dass diese Leute gut ausgebildet werden. Was ist aber dann die Konsequenz, wenn das jetzt nicht passiert? Ich meine, wir reden jetzt über, was wäre schön. Aber de facto ist es so, dass viele Leute Geld verdienen, zu wenig kalkulatorisch umsetzen, über Jahre geht's irgendwie und dann spätestens dann wenn die Aufträge zurückgehen, ab dem Alter 50, 60 aufwärts, da ist dann Zahltag. Da steht dann letztendlich eigentlich die Altersarmut davor. Minus, genau. Es ist einfach so tatsächlich, dass es ein Staat viel kosten wird. Ja, das ist ja eigentlich... Also es ist ja im Prinzip wirtschaftlich gar nicht... Also gar nicht tragbar. Ich meine, der Staat agiert nicht wirtschaftlich. Ja. Das würde ich mir manchmal wünschen, einfach ein bisschen wirtschaftlicher denken. Also wie ein Großunternehmen. Wie ein Großunternehmen vielleicht nicht, aber einfach unternehmerisch. Also nicht einfach das Geld im Jahr an Budget zur Verfügung stellen und dann da die Kohle raushauen, entweder nur für Lehrer oder da nur für Technik. Egal, ob was kaputt ist oder nicht, sondern da mal wirtschaftlich agieren. Damit könnte man schon mal ganz, ganz viel erreichen eigentlich. Was hältst du von der aktuellen Diskussion Rentenversicherungspflicht für Selbstständige? Finde ich gut. Aber nicht nur für Selbstständige. Es gibt das System in Österreich, wo ich sage, das ist sehr gut. Die hat uns nämlich geändert. Beamte und Arbeitnehmer und Selbstständige zahlen ein nach dem Solidarprinzip. Wir treten nicht von oben nach unten, sondern schlichtweg, wie auch bei der Künstlersozialkasse, haben wir dieses Solidarprinzip. Der, wo mehr verdient, zahlt mehr ein. Und der, wo weniger verdient, profitiert davon. Versicherungen funktionieren so. Ich zahle ein Leben lang in eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, und vielleicht tritt der Fall nie ein, aber jemand anders wird es brauchen. Und dieses Solidaritätsgedanke, der ist verloren gegangen. Den hatten wir mal. Und da hast du ja gesagt, das muss aufhören. Ich möchte mich da engagieren. Du hast die Initiative für mehr Solidarität unter den Medienschaffenden gegründet. Genau, mit meiner Kollegin Ulla Barthold. Genau, da, wie gesagt, die Webseite blenden wir ein. Und was sind denn da deine Ziele? Beziehungsweise was ist denn der Appell jetzt an jemanden, der uns zuschaut und sagt, das klingt alles super, was du da sagst, aber was kann ich konkret tun oder was soll ich jetzt konkret? Also, wie soll ich mich verhalten? Zum einen erstmal das Rechnen ist ganz klar, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Zum anderen wollen wir, dass die Kolleginnen und Kollegen, also im Kreativbereich, also wirklich alle Gewerke, also nicht nur Film und Fernsehen. Fotografen, Grafikdesigner, Webdesigner. Ja, genau. Dass ein Kunstprogrammprodukt auch ein wirtschaftliches Produkt ist. Das heißt, wir wollen, dass ein Bewusstsein entsteht für den Wert der eigenen Arbeit. Denn das stand auch bei der Szene Arte, fand ich sehr schön, vom Herrn Hartig geschrieben. Wir kaufen auch nicht ein Auto mit 3 Rädern oder mit 2. Oder dann haben wir halt eine Holzbrücke mit 3 Latten nur noch. Das muss funktionieren. Bei Filmen sagen wir immer,
naja, also das ist das Budget, mehr haben wir nicht und dann machen wir einen tollen Film, so nach dem Motto. So funktioniert's nicht. Ist das dann nicht letztendlich Selbstbetrug? Ja, natürlich, klar. Also da lügt sich eine ganze Branche in die Tasche eigentlich. Also auch Produzenten haben nichts davon. Letztlich haben sie nichts davon. Ja, also niemand profitiert davon. Die Qualität leidet, weil das auf Dauer so nicht funktionieren wird. Es ist ja immer derselbe Spruch. Ich sag's mal ganz offen, ja, mach mal halt auch scheiße Gold. Nein, macht's doch mal Bronze oder Silber einfach nur. Also ich muss nicht immer mein Bestes geben, wenn ich nicht gut bezahlt werde. Aber das findet statt. Wir drehen 16 Stunden am Tag, wir drehen 12 Stunden, haben wir die Ausnahmeregelung. Das läuft alles so, wir weichen ein Arbeitsgesetz auf. Und das läuft, weil wir in eine Familie sind und ein gemeinsames Produkt machen und halt einen Film. Ja, wir machen einen Film. Wir machen es mit dem Herzen, aber es ist ein wirtschaftliches Produkt. Der Besucher, der Produzent, der Sender, der Verleiher, sie profitieren davon, sie verdienen damit Geld. Also warum sollen wir nicht auch Geld nehmen für unsere Arbeit? Ja, da kommt ja ein anderes interessantes Thema, weil du es gerade sagst, warum sollen wir nicht auch Geld nehmen oder warum sollen die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, nicht auch Geld dafür verlangen? Richtig. Wenn man mit den Leuten spricht oder gerade wenn ich anfange im Coaching mit den Leuten ihre Zahlen anzuschauen und mal wirklich durchzugehen und dann wirklich auch sehr unangenehme Fragen stelle, dann kommt er immer dieses Gefühl, wenn dann eine Zahl errechnet wird, die dann in einem gewissen Range auch liegt, die ja vernünftig ist, da heißt es dann oft, ja, aber das kann ich doch nicht machen, das ist ja viel zu viel. Wie kann es denn sein, dass diese Wahrnehmung, dass 300, 400 Euro oder 30, 40 Euro, dass das viel ist, wo es doch eigentlich in allen Branchen klar ist, das ist zu wenig. Wieso, da müsste doch jeder aufschreien und sagen, hey, das ist zu wenig, ja super, dann verlange ich mehr. Also warum wird es immer noch von den eigentlich Betroffenen, wird es ja als zu viel oder ausreichend empfunden? Es gibt keine Transparenz, was Geld anbetrifft. Wir reden erstmal überhaupt gar nicht über Geld, auch über Gehälter nicht. Man redet nicht wirklich miteinander. Ja, aber ich merke ja, dass es nicht reicht. Das ist ja ein echtes Problem. Dann haben wir die 300 Euro, die seit 20 Jahren durch diese Branche geistern. Keiner rechnet die Inflationsrate ein. Und dann ist es so ein bisschen wie, du leist mir 10 Euro als Beispiel. Und für mich sind jetzt 10 Euro viel Geld. Und ich traue mich nicht zu sagen, du Stefan, ich habe dir doch letzte Woche 10 Euro geliehen. Du vergisst es auch oder denkst, oh Gott, ist die doof, die blickt es ja gar nicht. Und 4 Wochen später, also man kann es das sein, dass du mir 10 Euro geliehen hast. Und ich werde sagen, boah, das habe ich total vergessen. So als Beispiel einfach. Es ist schon unangenehm, Geld zu nehmen. Oder da gibt es verschiedenste Beispiele, Rechnungen schreiben. Ja. Also psychologisch ist es so, man schreibt immer sofort eine Rechnung, nachdem die Arbeit geleistet wurde. Das sollte man machen, weil ansonsten vermittelt man den Auftraggeber, dass man das Geld nicht vonnöten hat. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo Vorkasse ganz klar üblich ist. Man traut sich das gar nicht und dann schiebt man das so 2, 3 Wochen und ach Gottchen. Und weil man sich fast gar nicht traut, seine Tätigkeit, seine Arbeit in Geld, und zwar in bares Geld einfach mal umzurechnen. Okay, jetzt habe ich das umgerechnet. So, und jetzt stelle ich fest, das klappt alles trotzdem nicht. Was ist denn dann so dein Tipp zu sagen, was für Alternativen habe ich denn dann? Also was ich gut finde, also weil es ist tatsächlich so, es geht fast jedem zweiten so in der Branche, Rücklagen bilden. Wovon? Das ist ganz schwierig, genau, wo ich sage, man sollte seine Zahlen durchgehen, man sollte mit seiner Familie reden, mit seinem Partner, mit seiner Partnerin. Aber kann doch nicht immer alles auf eine Familie bauen oder auf Leute, die mich unterstützen. In dem Fall ist es eine Möglichkeit tatsächlich, dass man sagt, dann arbeite ich eine Zeit lang was anderes. Also ich habe einfach in einer Kneipe oder was auch immer, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und einfach zu sagen, ich bin darauf nicht angewiesen, sodass ich auch wirklich Nein sagen kann. Dass ich mir das Nein leisten kann. Genau. Dann würde ich vorschlagen, das finde ich auch ganz gut, aber da muss man wirklich einen langen Atem haben, ist tatsächlich einen neuen Kundenstamm aufbauen. Das nächste ist, man muss ja nicht alle Altkunden gleich kündigen, darum geht's ja gar nicht, aber so Stück für Stück. Dann muss man Prioritäten setzen, also welche Jobs bringen mich weiter? Finanziell oder vielleicht auch manchmal beruflich, das ist eine Abwägungssache, das muss man einfach können. Das finde ich so, das sind so die ersten Wege, die ich jetzt so vorschlagen würde, die man machen könnte.
und dann auch mal eine Art Marktpositionierung. Überall außerhalb der Branche ist es völlig normal, dass man alle 2 Jahre eine Marktpositionierung macht, weil der Markt sich verändert. Das ist so einfach. Und dann kann man da auch mal eine Weiterbildung, eine Fort- und Weiterbildung, die normalerweise der Arbeitgeber zahlt, mit Ausnahme in Baden-Württemberg, macht man es immer noch nicht. Das ärgert mich. Das ist eines der wenigen Länder, wo das nicht verpflichtend ist. Wir haben diesen Bildungsgutschein, ja, aber nicht diese Verpflichtung vom Arbeitgeber, was nicht förderlich ist für eine Firma, weil man lernt ja weiter durch Weiterbildung und wird besser. Aber man kann tatsächlich beim Arbeitsamt da auch noch mal anfragen und sagen, okay, ich bin Editorin oder ich bin Kamerafrau oder whatever und ich interessiere mich für was anderes. Ja. Dann kriegt man da eine Umschulung sozusagen. Nicht eine Umschulung, man bekommt so eine Art Bildungsgutschein. Man wird gefördert tatsächlich, das ist möglich. Also wichtig ist es erstmal, das Gespräch mal mit den Damen und Herren dort zu suchen und zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es noch. Denn ich bin ja nicht arbeitslos gemeldet oder das bin ich ja gar nicht, sondern ich bin Selbstständiger, der einfach Hilfe möchte und die können da einem weiterhelfen. Da kommt ja oft das Argument zu sagen, naja, es wird schon wieder besser. Ich meine, es läuft jetzt gerade nicht so gut und so, aber das wird besser, das wird ja wieder gut. Ist das nicht auch eine Selbstbetrug? Weil es wird nicht besser. Ich meine, bei 300 Euro, ganz offen, da brauchen wir nicht reden. Das ist zu wenig, das ist kalkulatorischer Blödsinn. Wenn man es hochrechnet, kann es maximal zwischen 50.000 und 60.000 Euro Umsatz. Das ist für einen Selbstständigen einfach in der Großstadt totaler Schwachsinn. Also ich gebe zu, ich habe auch so geredet. Ich lebe ja immer noch, ich bin 22 Jahre in der Branche und weiß aber, dass ich mir in die Tasche lüge. Ich weiß das. Ich will das nicht, weil man will das auch nicht. Ich möchte wieder wirklich mein eigenes Geld so gut verdienen, dass wir es beide wuppen können wie vor 2 Jahren. Das ist möglich. Ja, das war mal so. Es war auch mal so, ja, natürlich. Ich habe auch mal tatsächlich wirklich gut verdient, noch zu D-Mark-Zeiten. Also das war wirklich aus, sonst wäre ich ja nicht in diese Branche reingegangen. Also ich habe noch das Ende der guten Zeiten erlebt und das war toll. Und dann habe ich es aber auch 2016 erlebt, da habe ich 200 Euro Stundensatz bekommen. Tatsächlich, ja. Hat die Branche sich überlebt? Ja. Und wir wissen auch nicht mal wie. Das fragen wir uns tatsächlich. Wir fragen uns das wirklich, weil nur 28% von ihrem Beruf leben können. Wie ist das möglich? Wir lügen uns alle so dermaßen ein in die Tasche, das ist schon nicht mehr feierlich. Und anstatt, dass wir uns mal einfach zusammenrotten und solidarisch sind, auch die Gutverdienenden, auch die Schlechtverdienenden und die im mittleren Level, die auch relativ wenig sind, dass wir uns einfach mal hinstellen und sagen, ey, Pobacken zusammenkneifen, ja, wir haben es verkackt. Aber nicht nur wir. Und das heißt, dass man einfach mutig nach vorne geht und einfach sagt, ja, ich lasse mal die Hosen runter. Und nicht immer, ich habe was in der Pipeline, was ich überhaupt nicht habe. Ich kann dieses Geschwätz nicht mehr hören. Es ist so verlogen einfach. Also, wenn du jetzt zuhörst, du hast es gehört, das sind klare Worte. Engagier dich, kümmere dich um deine Zahlen. Es gibt genug Angebote, es gibt Videoseminare, es gibt Live-Seminare, es gibt Coachings. Du kannst das alles, es gibt beim Arbeitsamt, wo auch immer du dieses Angebot annimmst in deinem Kreis, kümmere dich darum. Engagier dich auch solidarisch, Initiative für mehr Solidarität unter den Medienschaffenden. Und dann kann ich sagen, vielen Dank, Caro, für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch hier aus der Schmitzkatze in Tübingen. Vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, damit du wieder erfährst, wenn es eine neue Folge von mir gibt. Und wenn du etwas dazu sagen hast, bitte hinterlass mir was in den Kommentaren. Und dann, wenn du nicht weiter weißt, melde dich, schreib es und schilder mir deine Situation. In diesem Sinne, danke, Caro, und bis zum nächsten Mal. Ciao.